Guten Abend und damit herzlich willkommen zum Blickpunkt im BR Fernsehen. Unsere Themen für heute: Ostbelgische Krankenhäuser, Vorstellung des neuen Direktorenduos, Stromlieferanten gesucht, Cousiter bietet grüne Alternative und Landespokal kein Finale für die AS Eupen. In Brüssel ist heute der Konzertierungsausschuss zusammengekommen, um über die aktuelle Corona-Lage zu beraten. Es wurde beschlossen, das Corona-Barometer ab Montag auf die Stufe Gelb umzuschalten. Das bedeutet, dass fast alle Corona-Maßnahmen in Belgien entfallen. Dazu mehr in den Inlandsnachrichten. Stufe Gelb bedeutet, dass das Vorzeigen des Covid-Safe-Tickets in Restaurants und die Begrenzung der Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen wegfällt. Auch eine Lockerung der Maskenpflicht gehört zu dieser Stufe des Corona-Barometers. Der Pressesprecher des Gesundheitsinstitutes Jinzanu, Ivan Latem, bestätigte vor Beginn des Konzertierungsausschusses, dass die Zahlen sich in eine gute Richtung begeben hätten. Die Corona-Zahlen in Belgien gehen weiter zurück. In den Krankenhäusern befinden sich zurzeit rund 2100 Covid-Patienten. Knapp 230 von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Täglich werden im Durchschnitt 132 Covid-Patienten in Krankenhäusern aufgenommen. Das sind fast 30% weniger als in der Vorwoche. Auch die Neuinfektionen sinken weiter, auf durchschnittlich 6000 pro Tag. Täglich sterben im Durchschnitt 22 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Jeden Morgen stehen Ukrainer vor dem Auffangzentrum Petit Château von Fedasil Schlange, um sich als Flüchtling registrieren zu lassen. Darunter viele Familien mit kleinen Kindern, die zum Teil seit Tagen auf eine Unterkunft warten. Eine Fedasil-Mitarbeiterin des Registrierungsbüros sagte, dass man zuversichtlich sei, die Situation bald in den Griff zu bekommen. Sie würden 15 Stunden am Tag arbeiten, um schnellstmöglich einen Platz für jeden zu finden. Eine Ukrainerin berichtet von ihrer Flucht, sie habe alles zurückgelassen, wisse nicht, wie es weitergehe. Die Föderalregierung hat heute eine Website freigeschaltet, auf der sich Belgier informieren können, die ukrainischen Flüchtlingen helfen wollen. Sowohl bei Gemeinden als auch bei Privatpersonen sei die Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine sehr groß. Rund 400 Gemeinden hätten schon ihre Mitarbeit zugesagt. Zusammen mit den privaten Initiativen stünden mittlerweile fast 16.000 Auffangplätze zur Verfügung. Die Güterzugverbindung vom Lütticher Flughafen Bierse über Belarus und Russland nach China funktioniert weiterhin. Pro Woche verkehren 6 Züge auf dieser Strecke. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges sei es noch nicht zu Problemen gekommen. Das sagte der Generaldirektor der zuständigen Transportfirma Liège Logistics Intermodal. China ist nicht von den internationalen Sanktionen gegen Russland betroffen. Darum kann der Zug ungehindert fahren. Es wird höchstens mit Verzögerungen gerechnet. Seit heute Morgen ist das neue Album Multitude des belgischen Künstlers Stromae auf dem Markt. Die RTBF hat den Künstler gesprochen. Das komplette Interview läuft heute Abend um 19.30 Uhr in der RTBF. Stromae habe über seine Frau und seinen Sohn gesprochen, aber auch über seine Schaffensphasen, die Zukunft, sein Burnout im Jahre 2015 und über den gesunden Umgang mit Stress. Er arbeitet zudem stets von 9 bis 17 Uhr. Danach lege er den Fokus auf die Familie. Ja, also recht normale Arbeitszeiten für einen Künstler. Doppelt hält besser. Das haben sich die beiden Verwaltungsräte der Krankenhäuser in St. Vith und Eupen wohl gedacht und vor einem Monat angekündigt, dass die Kliniken nun wieder von zwei verschiedenen Direktoren geleitet werden. Der Versuch, nur eine einzige Person an der Spitze beider Krankenhäuser zu haben, war letztes Jahr nach wenigen Monaten gescheitert. Erst im Juni war Philipp Felten den Posten als Generaldirektor angetreten. Schon 3 Monate später warf er das Handtuch. Die neuen Führungspersonen an der Spitze der DG-Kliniken wurde heute vorgestellt. Eine Doppelspitze soll es jetzt also wieder sein. Gaëtan Dumoulin ist neuer Direktor der St. Joseph-Klinik in St. Vith. Martin Roth leitet nun das St. Nikolaus-Hospital in Eupen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Häusern soll laut den Verwaltungsratspräsidenten Josef Backes und Claudia Niesen aber eng fortgesetzt werden. Die neuen Direktoren seien auf einer Wellenlänge, trotz verschiedener Muttersprachen. Gaëtan Dumoulin kommt aus Stavlo, Martin Roth ist Niederländer. Doch beide möchten die Gesundheitsversorgung in Ostbelgien optimieren. Wichtige Voraussetzung dafür ist das nötige Fachpersonal. Was wir versuchen, und das ist auch, was ich immer versuche, ist, um die bestmögliche Arbeitsumgebung zu erreichen, und dass die Arbeitsbedingungen auch so optimal wie möglich sind, damit wir auch attraktiv sind für die möglichen neuen Mitarbeiter, dass sie zu uns kommen, ja, weil
es ist ja, fast optimal, um bei uns zu arbeiten, mit Möglichkeit, um sich auch weiterzuentwickeln. Ja, wir müssen Talentmanagement in Gang setzen, Weiterbildung und so weiter und so weiter. So soll der Fachkräftemangel aufgehalten werden. Am akutesten war das Problem in Eupen bei der Gynäkologie. Im September musste dort die Entbindungsstation geschlossen werden. Doch der neue Direktor ist zuversichtlich. Weil wir haben schon die nötigen Kontakte mit neuen Ärzten. Nächste Woche haben wir schon einen Besuch. Binnen 2 Tage, dass eine neue Ärzte mal rumschauen wird und die Leute begegnen wird. Die Woche danach noch eine zweite. Also ich habe gute Hoffnung, dass nach dem Sommer, dass wir wieder ja, hier auch 100% operationell sein werden mit dem Entbindungsstation. Martin Roth kommt übrigens aus dem Industriemanagement. Doch auch ein Krankenhaus sei wie ein Unternehmen mit Abteilungen wie Buchhaltung und Finanzen. Das weiß auch Gaëtan Dumoulin, der zuvor Finanzdirektor der St. Joseph-Klinik war. Er kennt das Haus also. In St. Vith stehen vor allem infrastrukturell große Projekte an. Wir werden unsere Klinik erweitern, das heißt unsere OP-Säle, unsere Notaufnahme, unsere Apotheke, unsere Zentralsterilisation, alle diese Dienste werden sich erweitern und wir werden auch für die ambulante Versorgung uns erweitern, um die Qualität für die Patienten zu verbessern. Wichtiger Teil dieser Erweiterung ist natürlich auch der Neubau des Seniorenheims in St. Vith. Momentan wird dieser sogenannte Masterplan Eifel noch in die Wege geleitet. Wir fangen jetzt an mit Vivias. Wir haben unsere ersten Gespräche zusammen schon geführt. Wir haben nächste Woche noch einen Termin auch mit dem Ministerium von der deutschsprachigen Gemeinschaft. Also wir fangen jetzt diese Arbeit an und ich hoffe, dass in 1 oder 2 Jahren wir schon am Bauen anfangen können. Ausbau gibt es aber auch in Sachen Digitalisierung. Hier möchten die beiden Krankenhäuser Cyberattacken vorbeugen, aber auch enger mit dem Krankenhausnetzwerk CHC zusammenarbeiten. Wir werden unser informatisches Programm alle harmonisieren und auch fusionieren, um die Qualität für die Patienten zu verbessern und auch um unsere Informatiksicherheit zu verstärken. Zusammenarbeit wird also weiterhin großgeschrieben bei den Krankenhäusern in Ostbelgien, jetzt eben wieder mit 2 Direktoren. Ja, und seit dem 1. März gibt es mit Aiko einen Energielieferanten weniger auf dem Markt. Kunden suchen jetzt natürlich einen neuen Anbieter. Cociter bezieht seinen Strom, genau wie Aiko, von regionalen Genossenschaften. Und Cociter bleibt auch weiterhin auf dem Markt. Cociter ist jetzt der letzte komplett grüne Stromanbieter der Wallonie und damit auch der DG. Seitdem Aiko vom Markt gegangen ist, müssen die Kunden sich ja umorientieren. Die großen Anbieter werben momentan nicht einmal um neue Kunden. Anders Cociter, die sich den Kunden von Aiko als Stromanbieter zur Verfügung stellen. Wir denken, dass viele Kunden von Aiko auch einfach in dieser Optik, in dieser Philosophie bleiben möchten und sich einfach regionalen grünen Strom wieder liefern lassen möchten. Und ja, deshalb sind wir gerne oder sind wir einfach bereit, die Kunden von Aiko aufzunehmen, um ihnen halt wieder 100% grünen Strom zu liefern. Cociter gehört 13 wallonischen Bürgergenossenschaften. Es liefert den von diesen Genossenschaften erzeugten Strom an seine Kunden. Cociter selber ist auch eine Genossenschaft, einer der Gründe, wieso der Anbieter die Probleme auf dem Energiemarkt ausgleichen kann. Wir haben da jetzt eben ja, der Situation geschuldet auch verschiedene Abkommen, damit wir da einfach direkter kaufen können. Und dadurch können wir jetzt auch den Mitgliedern der Kooperativen bessere Preise anbieten. Die Kooperativen helfen also Cociter, die hohen Preise abzudämpfen. Auch weil sie mehr produzieren, als Cociter selber verteilt. Bei dem überschüssigen Strom ist dann die Gewinnmarge am Markt dementsprechend hoch. So ist es im Moment ein Nullgeschäft für Cociter, die als Genossenschaft aber auch nicht auf Gewinne angewiesen sind. Wegen der hohen Preise bekommen neue Kunden jetzt auch lediglich variable Verträge angeboten, zum eigenen Schutz und dem des Kunden, der so die hohen Preise nicht erst bei der Endabrechnung zu spüren bekommt.
seit Montagmorgen steht das Telefon eigentlich nicht mehr still. Ja, es kommen sehr, sehr viele Anfragen, auch schon sehr viele Verträge. Dabei ist es so, also die Kunden müssen sich jetzt nicht, also sie sollten nicht zu lange warten, aber es brennt auch nichts. Also die Kunden haben Zeit, bis zum 25. März einen neuen Lieferanten zu suchen. Es genügt einfach, den Vertrag zurückzuschicken, so gut wie möglich, so komplett wie möglich auszufüllen. Wir versuchen dann sofort zu antworten, dass wir die Anfrage bekommen haben, aber wir haben Zeit, den Vertrag bis zum 25. März einzutragen mit einem Startrückwirken zum 1. März. Also da ist wirklich noch ein bisschen Zeit. Aktuell bleibt Cociter trotz der schwierigen Marktlage also eine Option für den ostbelgischen Kunden. Ja, und wir gucken jetzt an dieser Stelle auf den Sport. Das Halbfinale des Fußball-Landespokals war nämlich gestern Abend Endstation für die AS Olpen. Nach dem 2:2 im Hinspiel vor einem Monat hatte die AS noch leise Hoffnung auf eine Pokalsensation. Daraus wurde aber nichts. Der Rekordlandesmeister Anderlecht ließ im heimischen Lottopark nichts anbrennen und steht nach langer Zeit wieder mal in einem Pokalfinale. Der Nebel der Bengalos hat sich gerade aus dem Lottopark verzogen. Da müssen die Olpener schon einem Rückstand hinterherrennen. Beim ersten Eckstoß der Hausherren in der 4. Minute durch Refailov setzt Michael Murillo völlig ungehindert von der Olpener Abwehr zum Kopfball an und wuchtet zum frühen 1:0 ein. Olpen zeigt sich unbeeindruckt und gleicht mit dem ersten Angriff aus. Beck flankt von rechts. Via Ngoy kommt der Ball zu Prevliak. Der Schuss des Bosniers wird von Anderlechts Magalan unhaltbar ins Tor der Hausherren abgefälscht. Nach dem 7. Treffer der Olpener Sturmspitze im Landespokal ist also alles wieder offen. Nach dem Ausgleichstreffer dominiert aber der Rekordlandesmeister den krassen Außenseiter aus der Weserstadt. Anderlecht belohnt seine Mühen nach seinem zweiten Eckstoß. Diesmal bekommt Magalan zu viel Raum und köpft zum 2:1 ein. Olpen protestiert vehement, weil Prevliak sich beim Zweikampf mit Gomez eine blutige Nase eingehandelt hat. Für das Schiedsrichtergespann ist aber alles regelkonform. Das Spiel ist gerade wieder 24 Sekunden angepfiffen, da sorgen die Anderlechter für die Vorentscheidung. Diesmal kommt Christian Kouame aus dem Spiel heraus frei zum Kopfball und trifft zum 3:1. Nur wenige Augenblicke später hat Olpen erneut die Chance auf einen Treffer. Prevliak kann nicht von einem verunglückten Anderlechter Rückpass profitieren und scheitert am ehemaligen Teamkollegen Henrik van Kronbrugge. Am Ende bleibt es beim hochverdienten 3:1 Erfolg für den RSC Anderlecht. Die Fans freuen sich über den ersten Finaleinzug des RSC Anderlecht seit 2015. Das Pokalfinale steigt am Osterwochenende im Brüsseler König-Baudouin-Stadion zwischen Gent und dem RSC Anderlecht. Ja, und morgen Nachmittag übrigens findet in Olpen vor der Friedenskirche auf der Klötzerbahn eine Friedenskundgebung statt. In die Wege geleitet wurde die Kundgebung von Dechant Claude Theiss und der evangelischen Pfarrerin Annette Beck. Morgen spiele die Religion aber keine Rolle, jeder sei eingeladen, so die beiden Organisatoren. Durch das Zusammenstehen wollen sie zum Ausdruck bringen, dass sie gegen Krieg sind und für den Frieden stehen. Um 15 Uhr startet die Kundgebung. Ja, und das war unser Blickpunkt für heute. Morgen und am Sonntag sehen Sie hier an dieser Stelle unseren Wochenrückblick. Ja, und alle Beiträge, weitere Infos und Nachrichten gibt es wie immer auch im Netz auf brf.be. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Tschüss.